Ja, ich stelle euch mal ein neues Buch vor. Death Valley im Tal der deutschen Knochen. Das klingt ja echt spektakulär und es lehnt sich auch an eine sehr spektakuläre Vision von Hesekiel an, wo er im 37. Kapitel in diesem Tal voller Gebeinen steht und sich auch fragt, was ist das? Und Gott sagt ihm dann, diese ganzen Knochen, die da in diesem Tal liegen, die sehr vertrocknet sind, das ist sein ganzes Volk. Das meint, dass es lebt, aber eigentlich ist es tot. Das ist also sehr krass und ich habe eine Vision, eine Offenbarung erlebt, in der ich mich auch in so einem Knochental wiedergefunden habe und es war sehr krass und der Wind heulte und die Atmosphäre war voller Staub und ich konnte gar nicht weit sehen und ich stand in diesem Tohuwabohu und inmitten dieser oder an diesen Knochen und wusste auch nicht, was geht hier vor sich und aber dann fing Gott an zu mir zu sprechen über die Prozesse, wie die Knochen wieder lebendig werden. Und das ist sehr interessant, weil es gibt Stufen von Erweckung. In diesem Tal, in dem Hesekiel stand, ging es nicht. Mit einmal kam der Heilige Geist und dann war alles wieder geregelt. Die Knochen wurden lebendig. Nein, der Geist kam und dann sind bestimmte Dinge geschehen und dann musste der Geist wiederkommen und weitere Dinge sind geschehen. Und so ging das hin und her, bis diese Knochen wieder Fleisch und Blut hatten, bis diese Knochen dann auch wieder auf ihre Beine kamen, bis sie lebendig wurden. Und das war für mich sehr interessant und für Christen, die nach Erweckung fragen, wie die Auferstehungskraft eigentlich zum Zug kommt und welche Gefäße wir auf der anderen Seite sein müssen, um diese Kraft und diese Erweckung zu empfangen und zu erleben. Dafür ist dieses Buch eine wahre Fundgrube. Und interessant, Gott sagte mir irgendwann Jesus sagte mir dieses Tal, das sind diesmal nicht die Knochen Israels, sondern die deutschen Knochen. Und von daher, ja, sehr interessant. Kleines, inspiratives Buch. Ist mir ganz wichtig, dass das rauskommt. Und es kommt jetzt auch viel eher raus, als ich mir gedacht habe. Vielleicht ist Gottes Hand darin, dass das erscheint und er stellt die Frage an die deutsche Gemeinde, stirbst du noch oder lebst du schon? Ja, die Frage nach dem Leben, wie wir es verlieren, wie wir es wiederbekommen, aber auch wie es sich in uns entfaltet, wie es uns verwandelt und auch schließlich danach, wie wir es behalten. Das ist fundamental für unser Menschsein und fundamental auch im Evangelium. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, das Buch erscheint Anfang Februar. Es hat knappe 100 Seiten und es kostet 7,80 Euro. Und ihr könnt es auf meiner Webseite schon vorbestellen. An dieser Stelle noch ein kurzes Dankeschön an die Buchpaten, die das Erscheinen dieses Buches unterstützt haben. Vielen Dank.